katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Osternacht. Auf der ganzen Welt feiern Christen die Auferstehung Jesu. Krisammesse. Hunderte Geistliche aus dem ganzen Bistum trafen sich im Augsburger Dom. Und Heiliges Grab. Ein Zufallsfund begeistert. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Frohe Ostern. Und damit sind wir schon beim Thema. Osterhasen, Schokoeier, bunte Nestchen, das ist alles nur schmückendes Beiwerk. Denn im Zentrum von Ostern steht einzig und allein die Auferstehung Jesu Christi. Überall auf der Welt haben Christen in der Nacht auf Sonntag diese frohe Botschaft gefeiert. Wir waren in der Pfarrei St. Michael in Krumbach mit dabei. Die Flammen durchbrechen das Dunkel der Nacht und geben einen Vorgeschmack auf das, was kommt. Denn mit jeder einzelnen Kerze, die in der Osternacht in St. Michael in Krumbach entzündet wird, kehrt das Licht zurück in die Welt und mit ihm die Hoffnung. Die Hoffnung auf Frieden in der Welt, auf Solidarität und Mitgefühl unter den Menschen, die Hoffnung auf Erhalt unserer Schöpfung und auf das ewige Leben. Die zentrale Botschaft ist für mich einfach, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und dass diese Auferstehung nicht nur am Ende des Lebens uns dann nur erwartet, sondern dass auch wir im Leben immer wieder so kleine Auferstehungen erfahren dürfen. Durch so eine Gemeinschaft im Gottesdienst, aber auch draußen, wenn wir in die Natur schauen, wie alles wieder zum Blühen kommt, dort durch eine helfende Tat. Oft sind es ja ganz kleine Momente im Leben, wo einem einfach Hoffnung geben dürfen, wo wir spüren, da ist Jesus da. Die Osternacht folgt einer einzigartigen Liturgie, beginnend mit der Lichtfeier und den Heilstaten Gottes in der Lesung, über die Liturgie des Wortes und die Taufeier bis hin zur Eucharistie, wie ein Spannungsbogen vom Dunkel zum Licht, vom Tod zum Leben. Für Patrick Jakob steigt die Spannung, mit jedem Schritt kommt er seinem Ziel näher. Als Erwachsener hat sich der 23-Jährige dazu entschieden, in die katholische Glaubensgemeinschaft einzutreten. In einer Zeit, in der viele Menschen der Kirche den Rücken kehren. Seine Taufe ist der Höhepunkt einer langen Reise. Die anschließende Salbung mit dem Krisamöl besiegelt seinen Wunsch, katholisch zu sein. Ist ein unbeschreibliches Gefühl. Gerade als Erwachsener, das sieht man ja nicht oft. Und wie gesagt, das Gefühl war unbeschreiblich. Man steht oben, dann gibt's den, also hat man weiter Applaus und dann haben alle geklatscht und das ist unbeschreiblich. Und das nehme ich jetzt einfach mit. Das Orgelspiel erfüllt die Kirche mit Klang nach all den Wochen der Stille und der Trauer. Die Ostervigil ist für Christen auf der ganzen Welt der wichtigste Gottesdienst des Jahres. Sie vermittelt ein starkes Gefühl der Gemeinschaft. Es herrscht eine richtige Aufbruchsstimmung. Ich finde, die Osternacht ist eine ganz besondere Nacht und ein ganz besonderer Gottesdienst, weil es irgendwie die Hoffnung ganz deutlich zeigt, die man eigentlich mit dem Glauben verbindet. Das war ganz spannend, im Dunkeln das Haus zu verlassen und jetzt im Sonnenschein wieder rauszukommen. Wir gehen frühstücken jetzt gemeinsam mit den Eltern oder halt den Großeltern, ja, und führen einfach ein gemeinsames Frühstück und beginnen den Tag so neu. Der sonnige Frühlingsmorgen verstärkt dieses Gefühl des Aufbruchs noch ein bisschen mehr. Es darf wieder gelacht werden, denn die Hoffnung ist zurück. Ein Geschenk für alle, die glauben. Im Augsburger Dom sprach Bischof Bertram Mayer in seiner Predigt zur Osternacht von der Osterwende, die eine Wende des Herzens sei. Sehen Sie jetzt einen kurzen Ausschnitt. Seit 2 Jahren herrscht Krisenmodus. Pandemie und der Ukraine-Krieg sind nur 2 Beispiele dafür. Von einer Zeitenwende reden die einen, andere fordern Transformationen im Lebensstil, in der Gesellschaft, auch in der Kirche. Ich spitze es zu. Transformation, ja. Unter der Voraussetzung, der eigentliche Wendepunkt der Geschichte ist Ostern. Das ist nicht jetzt 2022. Und so plädiere ich für eine Osterwende, bevor wir die Energiewende umsetzen, eine Verkehrswende und anderes mehr propagieren, brauchen wir eine Wende im Herzen. Einfach weiter so funktioniert nicht. Wir können die Krisen von heute nicht lösen mit unseren alten Schablonen. Umkehr ist dran.
Die komplette Predigt des Bischofs aus der Osternacht finden Sie auf unserer Homepage. Und wir wollen jetzt die Karwoche noch einmal Revue passieren lassen. Tage, die daran erinnern, dass vor über 2000 Jahren die Grundlage für das gesamte Christentum gelegt worden ist. Tage, die von Triumph, scheinbarer Niederlage und einem ewigen Sieg erzählen. Bejubelt von den Menschen zog Jesus in Jerusalem ein. Daran erinnerten die Gläubigen am Palmsonntag mit ihren grünen Zweigen und Sträußen, sowie hier vor dem Augsburger Dom. Nach 2 Jahren Pause konnte die Prozession wieder weitgehend normal stattfinden. Auftakt zur Karwoche. Die Tage, in denen die Stimmung kippt und Jesus vom Heiler, Prediger und Hoffnungsträger zum Angeklagten und Todeskandidaten wurde. Der Karfreitag wirft seine Schatten voraus. Ebenfalls nach 2-jähriger Pause fand am Abend des Gründonnerstags wieder eine Fußwaschung im Augsburger Dom statt. Zur Zeit Jesu war es ein Sklavendienst. Am Abend vor seinem Tod tat Jesus genau das. Er wusch seinen engsten Freunden die Füße. Ein Zeichen der Demut und Freundschaft. Jeder soll dem anderen dienen. Und so legte auch Bischof Bertram Meyer sein Messgewand ab und eine Schürze an. Es war die allererste Fußwaschung für ihn. Die 12 Männer und Frauen waren vorher ausgewählt worden. Früher hieß es auch im Dom, wir brauchen 12 Apostel, um die Füße zu waschen. Nein, wir brauchen 12 Frauen und Männer, für die es auch symbolisch wichtig ist, nicht als Dankesgestus, aber dass der Bischof, der oberste Priester, ihnen die Füße wäscht. Und so haben wir vor allem Menschen ausgewählt, die in der Corona-Pandemie sehr gefordert waren, aus dem Krankenbereich, es sind auch Ärzte dabei, aus dem pflegerischen Bereich, auch aus Menschengruppen, die gelitten haben an Corona. Mit dabei waren auch Menschen mit Flüchtlingsbiografie, die nun selber anderen Flüchtlingen helfen. Am Gründonnerstag wird auch an das letzte Abendmahl Jesu erinnert. Brot und Wein sind auf dem Altar. Es war die allererste Eucharistiefeier, die Jesus gefeiert hat und Katholiken bis heute bei jeder Messe nachvollziehen. Was dann folgt, sind Verrat und Verleugnung. Der Gründonnerstag hat kein richtiges Ende, denn nun nimmt die Leidensgeschichte Jesu ihren Lauf. Wachet und betet ist die Botschaft. Orgel und Glocken sind verstummt. Um 15 Uhr zur überlieferten Todesstunde Jesu beginnt in den Kirchen die Karfreitagsliturgie, wie hier im Dom, zunächst im Schweigen. Dann hören die Gläubigen die Leidensgeschichte, die in diesem Jahr feierlich gesungen wurde. In 3 Schritten wurde das verhüllte Kreuz vom Tuch befreit und der Gekreuzigte nach und nach sichtbar. Anschließend kamen die Gläubigen zur Kreuzverehrung nach vorne. Weihbischof Florian Wörner sprach in seiner Predigt davon, dass vor diesem Kreuz auch der Schleier, der über den Herzen der Menschen liege, entfernt werde. Schauen wir also neu hin, liebe Schwestern und Brüder, wenn das Kreuz enthüllt wird. Und sehen wir zu, dass auch die Hülle auf unserem Herzen wegkommt. Dass wir durch Glauben, durch den Nebel des Zweifels, durchschauen durch den, der da leidend und tot am Kreuz hängt, durch Glauben zu dem, der gesiegt hat über die Sünde, über die Macht des Bösen und über den Tod. Eine Besonderheit der Karfreitagsliturgie sind die großen Fürbitten. Zu den sonst 10 Fürbitten kam in diesem Jahr eine 11. hinzu, speziell für die Menschen in der Ukraine und in allen Kriegsgebieten der Erde. Und so bleibt es für Christen nicht bei der Trauer und Hoffnungslosigkeit des Karfreitags. Es kommt der Karsamstag, der Tag der Grabesruhe und Stille, aus der die Hoffnung der Osternacht aufscheint. Wir kommen jetzt zu den Kurznachrichten und da hat es in unserem Bistum ganz schön gebrodelt. Bischof Bertram Meyer hat sich am Mittwoch am Ende der Krisamesse zu der Initiative Out in Church geäußert. Er sei berührt vom Mut und betroffen vom Schmerz aller, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und ihrer geschlechtlichen Identität in und an der Kirche leiden, so Bischof Bertram Meyer. Er werde sich das Anliegen zu eigen machen und eine Kirche ohne Angst fördern. Hintergrund ist die Forderung der Initiatoren, dass die sexuelle Orientierung im Arbeitsrecht der katholischen Kirche keine Rolle mehr spielen solle.
Und gleichzeitig bitte ich um Geduld, was nicht bedeutet, eine Problemanzeige auszusitzen. Das kirchliche Arbeitsrecht braucht Erneuerung, nicht nur in diesem Punkt. Und ich gehe davon aus, es wird erneuert. Aber das funktioniert nicht kurzfristig. Lösungen, die mit heißer Nadel gestrickt sind, tragen nicht. Der Weg dafür wird am besten gelingen, wenn wir ihn gemeinsam einvernehmlich gehen. Einen Augsburger Sonderweg wird es realistisch gesagt nicht geben können. Die Initiatoren zeigten sich anschließend erfreut über die Aussagen des Bischofs. Wir waren überrascht, dass er diese Aussage gemacht hat, aber sehr positiv überrascht. Es freut uns, dass er jetzt zugesichert hat, sich einzusetzen für die Änderung der Grundordnung. Denn in den bisherigen Gesprächen, die wir mit der Bistumsleitung geführt haben, konnte er sich dazu noch nicht durchringen. Und insofern freut es uns, dass da offensichtlich jetzt auch nochmal eine Entwicklung passiert ist. Und wir sind da gerne mit ihm im Gespräch, um zu schauen, welche konkreten Schritte denn das jetzt weiterhin bedeutet. Am Montag ging die Internetseite augsburgohneangst.de online. Innerhalb weniger Tage haben mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche ihre Solidarität mit der Augsburger Initiative bekundet. Einen ausführlichen Bericht über die Krisamesse selbst, die traditionell am Mittwoch der Karwoche gefeiert wird, sehen Sie gleich nach den Nachrichten. 13.700 Beratungsgespräche hat die Ökumenische Telefonseelsorge Augsburg im vergangenen Jahr geführt. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Jahresbericht hervor. Das Angebot der Telefonseelsorge wurde noch stärker genutzt als in den Jahren zuvor. Unsere Gesellschaft befindet sich immer noch in einer Krisen- und Übergangszeit, so die Leiterin Hildegard Steuer im Jahresbericht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führten im Schnitt 55 Telefonate am Tag. Rund 60% der Hilfesuchenden riefen aufgrund psychischer Probleme an. Besonders auffällig sei der Anstieg der Anrufer mit Suizidgedanken um rund 40%. Die Ökumenische Telefonseelsorge Augsburg ist ein Angebot der Diözese und des Diakonischen Werks Augsburg. Der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg lädt zu einem Expertengespräch mit dem früheren Staatssekretär Johannes Hintersberger ein. Im Mittelpunkt steht die aktuelle Familienpolitik der Ampelkoalition im Bund. Zum Beispiel die Abschaffung des Paragraphen 219 oder die Reform des Umgangs- und Sorgerechts. Die Veranstaltung am 25. April soll eine Ergänzung zur vergangenen Herbstvollversammlung mit dem Thema Familie sein. Das Gespräch im Haus St. Ulrich beginnt um 18.30 Uhr. Um eine Anmeldung per Mail bis zum 20. April wird gebeten. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es in wenigen Augenblicken weiter mit einem Bericht über einen Scheunenfund, der sich als kleine Sensation entpuppt hat. Außerdem waren wir im Ostereiermuseum in Günzburg und es wird laut mit dem Auftakt zur Rätschaktion. Feuchte Kellerwände, Probleme mit Schimmel und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinal.de. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Mein Bär gibt Gas. Flüssiggas ist die lagerfähige und unabhängige Alternative zum leitungsgebundenen Erdgas. Fragen? Unser Team weiß Bescheid. Kessler, bärenstarke Energie. Besuchen's uns, entdecken's und schmecken's die ganze Vielfalt Allgäuer Käsekunst. In unserem Käse- und Bioladen in Isny oder in Haselburg bei Leutkirch. Käsküche Isny. Mehr Bio als erlaubt. www.käsküche-isny.de. Mein Bär, vor Ort für Sie da. Kessler, bärenstarke Energie.
Willkommen im Berghöhschratt im Allgäu. Als eines der ersten Bio-Hotels bieten wir seit fast 40 Jahren frische vegetarische und vegane Speisen. Lassen Sie den Alltag einfach zu Hause und genießen Sie im Naturpark Nagelflohkette Ihre verdiente Urlaubszeit. Einfach anders. Ihr Berghöhschratt in Oberstaufen-Steibis. Sie haben es in den Nachrichten schon gehört. Am Mittwoch fand wieder die traditionelle Krisamesse statt, bei der Priester aus dem ganzen Bistum ihr Weiheversprechen erneuert haben. Außerdem wurden die heiligen Öle geweiht, die dann ein ganzes Kirchenjahr lang verwendet werden. Ein Bericht aus dem Augsburger Dom. Der Dom war an diesem Vormittag voll besetzt wie seit langem nicht mehr. Gerade nach den leeren Reihen der Corona-Zeit ein willkommener Anblick. Aus dem ganzen Bistum waren die Priester an diesem Tag in den Dom gekommen, um ihrem Bischof gegenüber ihr Weiheversprechen zu erneuern. Und so wandte sich der Bischof in seiner Predigt auch direkt an sie und forderte sie auf, in ihrem Versprechen keine Pflichtübung, sondern eine Liebeserklärung an Jesus zu sehen. Gleichzeitig mahnte er zum Aufbruch. Jetzt ist die Zeit, aufzustehen vom Schlaf. Und ich denke, viele, viele haben alle Kreativabteilungen in Gang gesetzt in ihren Pfarreien. Aber es gab durchaus auch manche, wo ich sagen muss, da ist durchaus es möglich, vielleicht mal vom Nickerchen aufzuwachen und sich von einem Prinzen wie Dornröschen wachküssen zu lassen. Und wir haben einen Prinzen, der heißt Jesus Christus. Und der ist nicht nur bereit, der will das gerne. Und vor diesem Hintergrund ist jetzt ein Neustart angesagt. In der Krisamesse werden traditionell die benötigten Öle für alle Pfarreien für das ganze Kirchenjahr geweiht. Daher rührt auch der Name dieses Gottesdienstes. Krisam ist griechisch und bedeutet Salböl. Bei der Weihe werden die Öle durch den Bischof angehaucht, als Zeichen für die Belebung durch den Heiligen Geist. Mit Krisamöl ist jeder Christ gesalbt worden, erst bei der Taufe und später bei der Firmung. Nach dem Gottesdienst werden diese Öle in die Pfarreien mitgenommen. Ein Vorrat, der reichen soll bis zum nächsten Jahr. In der Krisamesse treffen sich jedes Jahr viele Pfarrer und Diakone des Bistums und haben Zeit für ein Gespräch. Endlich konnte nach dem Gottesdienst auch wieder ein Get-Together auf dem Domplatz stattfinden. Dieser gesellige Teil war 2 Jahre lang Corona-bedingt ausgefallen. Dieses Aufwachen verstehe ich jetzt so, richtig mit Freude und Kraft ranzugehen, wie der Bischof es eben auch gemeint hat. Ich fand seine Worte heute sehr, sehr passend für uns Mitbrüder. Aber für alle. Das ist einfach die Messe für die Priester. Es gibt einem wieder ein bisschen Kraft und wieder ein bisschen neuen Schwung. Ich finde es auch schön, dass Bischof Bertram heute über die angstfreie Kirche gesprochen hat. Ich wünsche uns, dass wir da gute Schritte in die Zukunft auch gestalten miteinander als Kirche, dass da was vorangeht im positiven Sinne. Für mich ist es schon wichtig, darum war ich ja auch da, weil ich mich wirklich freue, auch so die Mitbrüder hier zum Treffen. Manche, die mich einfach auch ein Stück weit begleitet haben auf meinem Weg und so kann man sich austauschen, was denn so los ist. Wir haben eine große Krise, das brauchen wir nicht kleinreden, das sollten wir auch gar nicht kleinreden, sondern wir sollten die Chance daraus nutzen und mit vereinten Kräften auch schauen, wie wir die Kirche in die Zukunft führen. Miteinander gemeinsam. Vom Augsburger Dom aus gehen an diesem Tag die geweihten Öle ins ganze Bistum und auch der Impuls zu einem neuen Aufbruch. Bis vor wenigen Jahrzehnten war es in vielen großen und kleinen Kirchen Tradition, über die Kar- und Ostertage heilige Gräber aufzustellen. Damit wurde das biblische Geschehen oft aufwendig gestaltet, für die Gläubigen sichtbar gemacht. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil allerdings verschwanden diese heiligen Theater aus nahezu allen Gotteshäusern. Wir haben einen jungen Mann getroffen, der ein solches heiliges Grab durch Zufall gefunden hat und es gemeinsam mit Freunden und Familie restauriert und in seiner Heimatkirche aufgebaut hat. An einem Mittwoch der Karwoche vor 170 Jahren wurden diese Tafeln des Heiligen Grabs von Unterhausen bei Weilheim zum ersten Mal in die Kirche Maria Heimsuchung getragen. Und jetzt wird diese Tradition wiederbelebt. Nach Jahrzehnten, vergessen in einer Scheune, hat sie Markus Ücker dort buchstäblich wieder ausgegraben. Ich bin da raufgekraxelt, sagt der Bayer schön, gell? Und dann habe ich dort so alte Trümmerhaufen, muss man wirklich sagen, in Schutt und Asche entdeckt. Und unter anderem diese 4 Platten hier bemalt, aber man hat es nicht ganz genau erkannt, weil wirklich so viel Staub drauf war. Habe ich dann ein bisschen zwischen dem ganzen Sperrholz, das auch oben lag, rausgezogen. Und dann habe ich entdeckt, ja, das muss ja irgendeine Besonderheit sein. Und dann kam zum Vorschein, dass das ehemalige heilige Grab von unserer Kirche ist.
Dem ehemaligen Oberministranten und derzeitigen Teilzeitmesner war sofort klar, dieses Stück Glaubensgeschichte muss erhalten bleiben. Und so hat er sich mit der Unterstützung von Freunden und Familie an die Arbeit gemacht. Wie viele Stunden er investiert hat, weiß er selbst nicht genau. Es waren jedenfalls viele. Das Gerüst und der Baldachin mussten ganz neu gebaut werden und die Tafeln aus dem Jahr 1851 ganz vorsichtig geputzt werden. Damals gab es in fast jeder Kirche, glaube ich, ja. Das war einfach, ich finde den Begriff Theatrum Sacrum so schön. Also man inszeniert den Glauben. Die Leute konnten früher nicht oft lesen. Jesuiten haben das auch in die Dörfer, in die ländlichen Regionen gebracht. Man hat einfach versucht, den Leuten den Glauben so näher zu bringen. Man hat Gräber geschmückt aufgebaut, um den Leuten zu verdeutlichen, ja, da ist Jesus gestorben und er wird auch wieder auferstehen und es wird wunderbar inszeniert. Und diese Inszenierung des biblischen Geschehens ist jetzt wieder zu sehen. Schon letztes Ostern war das Grab in Unterhausen aufgestellt und hat Menschen aus nah und fern begeistert. Es waren Leute aus München da, es waren Leute aus irgendwoher, es kamen Leute mitten in der Nacht um drei, die hier gebetet haben, die mich angerufen haben, ob die Kirche denn offen ist. Wir haben das irgendwie gemacht, dass das auf war und die Leute sind gekommen und es war einfach, ja, wenn viel gebetet wird, wird viel Gutes passieren. Nicht bloß in der Kirche, auch bei uns im Dorf habe ich oft das Gefühl. Und das ist schon wichtig, sollte man nicht vergessen. Das wieder zum Leben erweckte Grab in Unterhausen vermittelt einen Eindruck davon, wie bis vor rund 70 Jahren in fast allen Kirchen das biblische Geschehen rund um Ostern dargestellt wurde. Und das fasziniert viele Gläubige, auch heute. Zu verdanken ist es dem Engagement von Markus Uecker und seinen Mitstreitern. Wenn ab Gründonnerstag die Kirchenglocken schweigen, dann kommen in vielen Pfarreien die Rätschen zum Einsatz. Meistens sind es Ministrantinnen und Ministranten, die mit den sehr eigenwilligen Holzinstrumenten durch den Ort gehen. Nach zweijähriger Pause fand die Aktion jetzt wieder in der ganzen Diözese statt. Auftakt dazu war in Obermedlingen. Bischof und Bürgermeister kurbelten an der Riesenrätsche. 50 Minis aus der PG Gundelfingen an mittelgroßen, kleinen und ganz kleinen Rätschen. Rund 10 Minuten ging dieser ohrenbetäubende Lärm durch Obermedlingen und sicher auch noch darüber hinaus. Bisschen anstrengend war es schon, aber sehr anstrengend nicht. Also es war mittelanstrengend. Also unsere alte Rätsche, also unsere große, die ist schon ziemlich anstrengend. Und ja, nach der Zeit lang tust du schon in den Armen, ja. Ich mache bei der Rätsch-Aktion hauptsächlich mit, weil es Spaß macht und weil ich es bei den Ministranten eigentlich sehr schön finde. Wenn die alle zusammen sind, dann macht es schon Spaß, einfach da ein bisschen durchs Dorf, ein bisschen Krawall zu machen. Und ja, das macht's aus. Auch Bischof Bertram Mayer ließ sich diesen Spaß nicht entgehen, obwohl er vor einigen Jahren, als er noch Weltkirche-Referent war, mal einen Hexenschuss davon bekam. Ihm ist das Spendenprojekt wichtig, aber auch, dass die Kinder und Jugendlichen Lärm machen für Jesus. Sie sollen zeigen, dass dies eine Einladung zum Gottesdienst ist. Sie sollen darauf hinweisen, dass Jesus gestorben ist am Karfreitag, dass alles schweigt. Aber dass es keine Harmonieklänge gibt, aber dass durch die Rätschen zum Ausdruck gebracht wird, einerseits das Knarrende, dieses auch ungemütlich Kreischende, dass die Menschen aufwachen sollen. Die Rätschen oder Jugendliche, die Lärm machen, sind auch Weckrufe für die ganze Kirche. Vor dem Krawall am Rathausplatz feierten die Teilnehmer in der Klosterkirche einen Wortgottesdienst und bekamen Infos zu dem Hilfsprojekt. Aus aktuellem Anlass gehen die Spenden in die Ukraine. Nachdem jetzt der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, hatten wir schnell bei uns nachgeschaut, was sind denn Kinder- und Jugendprojekte, die gerade aus der Ukraine zu uns kommen. Und da war eine Schwesterngemeinschaft in Lviv, in Lemberg, die ich selber schon besuchen konnte, die jetzt ihre Tore geöffnet haben und jugendliche Familien aufgenommen haben, die dringend Hilfe brauchen. Und weil der Spaß dem guten Zweck dient, machen viele seit Jahren gerne mit. Wir laufen immer am Karfreitag, da am Vormittag laufen wir immer und dann nehmen wir unsere großen Rätschen mit und immer die Handrätschen und teilen uns in Gruppen auf. Und dann laufen wir von Haus zu Haus, sagen kleine Sprüchchen auf und dann sammeln wir auch eine kleine Spende.
Nicht nur in der Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen, auch in vielen anderen Orten waren die Rätscher ab Karfreitag unterwegs und haben einen Höllenlärm gemacht für einen himmlischen Zweck. Es sind alles Eier. Aber das war's dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Denn bei der Ostereierausstellung im Heimatmuseum in Günzburg gleicht wirklich kein Ei dem anderen. Es sind Eier, die spannende Geschichten erzählen oder fest mit dem Brauchtum einzelner Regionen verbunden sind. Wer Lust hat, kann sich die Ausstellung noch bis zum 24. April ansehen. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir hier. Ei ist nicht gleich Ei. Zumindest nicht hier im Heimatmuseum in Günzburg. Oval heißt die Sonderschau, die über 2000 verschiedene Exponate aus aller Welt zusammengestellt hat. Es sind alles Ostereier, zumindest auf den ersten Blick. Beim genauen Hinschauen zeigt sich jedoch die Mannigfaltigkeit einer ganz eigenen Kunstrichtung. Viele sehen es als willkommene Herausforderung, mit diesem Naturprodukt zu experimentieren. Demgegenüber steht jahrhundertealtes Brauchtum. In der Fastenzeit zum Beispiel durften früher ja keine Eier gegessen werden, deshalb wurden viele abgekocht, damit sie sich besser halten. Und man hat angefangen, die Speisen am Ostersonntag mit in die Kirche zu nehmen, wo sie dann gesegnet wurden. Genau, und ja, Ostern ist natürlich so ein toller und großer Feiertag. Da wollte man nicht einfach nur so schnöde Eier mitbringen, sage ich mal, sondern die wurden eben verziert und auch immer reicher verziert und dann wurde da quasi ein Brauchtum draus. Für Besucher sind die Eier vor allem schön anzusehen. Exponate aus fremden Ländern haben oft etwas Exotisches an sich. Selbst im weit entfernten China oder etwa in Japan ist die Kunst am Ei gebräuchlich, jedoch überwiegend ohne christliche Motive verziert. In Polen wiederum stattet man die Ostereier mit Papierhenkeln aus und hängt sie gerne an den Weihnachtsbaum. Ein eigener Bereich widmet sich dem religiösen Osterei. Das Ei steht eigentlich schon seit der Antike für Fruchtbarkeit. Das war damals schon ein Symbol. Und ja, das Christentum hat es ein bisschen übernommen, ein bisschen abgewandelt. Im Christentum steht das Ei hauptsächlich dann für die Auferstehung. Man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, wo kommen eigentlich die Küken her? Also erst sind sie im Ei drin, gefangen quasi, so ein bisschen wie in einem Grab. Und dann kommen sie aber doch da raus und schlüpfen. Und das hat man eben als Auferstehungssymbol gesehen. Ein Hingucker sind ganze Eierzyklen, die die einzelnen Stationen des Kreuzwegs darstellen. Die sogenannten Kurbeleier befördern mit etwas Geschick einen kleinen Papierstreifen mit biblischen Geschichten zutage. So unterschiedlich die Motive auch sind, so unterschiedlich sind auch die Techniken, mit denen gearbeitet wurde. Beim Scherenschnitt kommen feine Messer zum Einsatz. Bei den durchbrochenen Eiern sind es kleine Bohrer, die Muster schaffen. Bei dem wohl winzigsten Ei der Ausstellung ist zuallererst eine ruhige Hand gefragt. Bei den Eiern der slawischen Minderheit der Sorben in Ostdeutschland wurde mit Wachs gearbeitet. Einmal kann man ein weißes Ei nehmen und dann mit Wachs das Muster quasi draufmalen, drauftropfen. Dann kommt das Ei in ein Farbbad. Und es wird natürlich nur alles bunt, wo kein Wachs ist. Das Wachs wird dann wieder abgeschmolzen und man sieht eben wieder die weiße Eierschale durch. Es funktioniert aber auch ein bisschen andersrum. Und dann legte man die Eier oft noch in Sauerkrautwasser ein. Dieses ätzte schließlich alles weg, wo kein Wachs war. Und fertig waren die Kunstwerke. Alle Ostereier, die hier im Heimatmuseum ausgestellt sind, stammen aus der Sammlung des Günzburgers Rudolf Kombosch. Wer sich jedes einzelne davon noch mal genauer anschauen mag, der hat noch bis zum 24. April Gelegenheit dazu. Das war Ostern bei Katholisch 1 TV. Alle Beiträge finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage. Und viel Neues auch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, eine gute Woche. Tschüss.